Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und diesmal wollen wir uns den habe ich jetzt hier schon angebaut. Wartet mal, müsste ich mal abmachen. So, wollen wir uns den 30800-01 HDMI Splitter 2:1 ansehen. Das ist die neue Generation des HDMI Splitters, den ich ja sowieso schon in Verwendung habe vom Ligavo Matrix 6:2 zum Hauptaug, dass ich PlayStation 3 auch in, ja, mit Full HD in 4K aufnehmen kann, und das ist jetzt die 4K-Variante davon. Warum sollte ich jetzt eine 4K-Variante bei mir in mein Home-Netzwerk noch mit einbauen? Ganz klar, ich habe hier das Amazon Fire TV. Das neue Amazon Fire TV 4K, ich möchte logischerweise meinen 4K-Genuss weiterhin genießen. Ich möchte 4K gucken. Aber ich möchte auch meinen Ton über Dolby-Anlage haben. Das heißt, ich möchte einen richtigen Dolby-Ton. Wie machen wir das? Ich brauche natürlich einen optischen Kabel. Den optischen habe ich an meinem Matrix dran. Den möchte ich gerne dafür benutzen. Weil mein Fernseher über Umwege nicht ganz über HDMI so wiedergibt wie der Matrix. Weil wenn ich in meinem HDMI-Kabel sage, also in meinen Einstellungen sage, ich möchte ein 5.1-Signal, Dolby Plus oder so, über den HDMI mit wiedergeben und das dann auf optisch mache und dann zur Teufelbox und von der Teufelbox zur Anlage, ist es ein bisschen kompliziert. Irgendwo habe ich da einen Wurm da drinnen. Das geht vom Matrix viel einfacher. Der koppelt das Signal aus dem HDMI und schickt dieses 5.1-Signal zur Teufelbox, von der Teufelbox zu meiner Dolby-Anlage, und da habe ich keine Verluste. Nicht einen einzigen. Deswegen koppel ich das aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde es euch erstmal ohne diesen vorstellen. Nee, falsch rum. Da. Ohne diesen vorstellen, und zwar werde ich dafür diesen Kabel jetzt mal abmachen und die Amazon Box jetzt direkt mit dem Fernseher verbinden. So, dann gehen wir hier auf Fire TV. So, ich bin jetzt direkt mit dem Fire TV am Fernseher. Ja, der sagt mir, wenn ich jetzt hier oben Informationen drücke, sagt er mir 1080p. Ich werde mal ranzoomen, vielleicht seht ihr das auch. So, 1080p sagt er mir da, weil das Menü in 1080p ist. Wenn ich jetzt hier einfach mal den Ultra, hier oben steht nämlich UHD Prime, wenn ich das jetzt einfach mal auf Fortfahren drücke, steht hier in der Mitte ein Spruch, und zwar, dass die Ultra HD Wiedergabe vorbereitet wird. So, jetzt habe ich ein Ultra HD Bild, das können wir überprüfen, indem ich da oben rauf klicke. So. Na komm, mach. Da. 2160. P. So. Und ohne dass ich jetzt großartig viel verändere, ich gehe erstmal wieder raus aus dem Film. So. Dann nehme ich ganz normal den Kabel, mit dem ich jetzt gerade direkt die Fire TV mit dem Fernseher verbunden habe. So, mach den hier mal an den Splitter ran, dass ihr seht, ich ändere jetzt nicht irgendwie den HDMI-Port oder irgendwas dergleichen. Jetzt kommt gleich mein PlayStation-Signal, logischerweise, weil die PlayStation ja da dran ist. Und dann sage ich einfach mal mit einem HDMI, der auch 4K kann, ist einer von den guten von Ligavo, von den sehr, sehr guten, mache ich auf Port 2. Zack. Dann muss ich hier noch auf... zwei umschalten. So. Kein Kabel.
So, jetzt sagt mir die Fire TV Box, dass ich jetzt nicht mehr 4K kann. Also gehe ich jetzt hier mal zurück. So, ihr seht, ich habe jetzt kein Bild mehr. Ich kann die Box auch nicht starten. Der weiße Punkt leuchtet immer auf. Weil ich habe sie auf 4K, also automatisch 4K. Und weil ich den Umweg über den Matrix nehme, sagt die Box, will ich nicht. Leck mir am Arsch. Mach, was du willst, aber nicht mit mir. So, dann können wir jetzt natürlich rein theoretisch am Fernseher die 4K-Unterstützung einfach mal ausschalten. So. Wir können auch mal einfach den Strom abmachen und wieder ranmachen. Es wird nichts bringen. So. Kein Signal, Kabel bitte prüfen. Jetzt habe ich kurzzeitig ein Bild. Jetzt stellt er das nämlich automatisch von 4K runter, dass ich 4K kann. Die Box leuchtet und blinkt noch. Ich glaube aber nicht, dass er das durchgehen lässt, weil ich ja das Signal über den Matrix schleife. Ja, jetzt ist vorne wieder aus. Die Box hat erkannt, ich bin irgendwo anders dran. Ich kann jetzt hier drücken, wie ich will. Nichts ist. So. Jetzt nehme ich den Kabel ab. So. Nimm mir mein... Wo ist er? Richtig. Rum. Da. Nimm mir meinen 1:2. Den verbinde ich jetzt erstmal mit dem Strom. So. Zack. Dann brauche ich den, brauche ich hier. Ach, weil den finde ich schöner. Und den dann da ran. Hoppala. Da ran. Auf den Input. Weil Input haben wir nur einmal. Zack. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Ihr habt jetzt hier Output 1 und Output 2. Output 1 ist ganz wichtig, muss das 4K-fähige Endgerät sein, also der Fernseher. So. Nee, Quatsch. So rum. 2. Und dann klemmen wir den einfach mal da an. So. Und schon habe ich wieder ein Bild. So. Mir wird auch immer noch UHD alles angezeigt, die UHD-Sachen. Und jetzt passt auf, was ich passiert. Ich gehe wieder auf Red Oaks, gehe hier auf Folge fortsetzen. Wiedergabe für Ultra HD wird vorbereitet. So. Da ist Folge 2, der Nebenjob. Ich drücke meine Infotaste. Müsst ihr euch natürlich auch ranzoomen, damit ihr das auch seht. So, drücke die Infotaste und ihr seht, ich bin auf 4K. Hoppala. Und als Beweis, dass ich wirklich jetzt über den Matrix bin, werde ich jetzt mal meine Quellen auf PlayStation, was habe ich denn, A oder B? Ich mache mal beide auf PlayStation 4. So, dann ist kurz schwarz und dann kommt der PlayStation 4 Bild. Ich habe natürlich wieder den falschen Kabel genommen, dann kommt natürlich kein PlayStation 4 Bild. Ach Mensch. Ist doch aber PlayStation 4, das da. 1, 2, 3, 4. Das ist... Das müsste meine PlayStation 4 sein. Oder auch nicht.
Bei den ganzen Kabelwirrwarr sehe ich momentan nämlich gerade auch schlecht durch. Ist das meine Pläse 4? Nee, ist er nicht. Habe ich auch auf 4 gemacht? Ja. Ach, ey. Ein bisschen viel Kabel hier war gerade, deswegen. So, da seht ihr doch. Also ich bin auch wirklich auf dem Matrix und da machen wir jetzt einfach mal wieder auf 2. Jetzt wird das Bild kurzzeitig wieder schwarz. Kein Signal logischerweise, obwohl ein Signal da ist. Zack. So, und gehe wieder auf Fortsetzen. Und für Ultra-HD-Wiedergabe vorbereitet. Vorbereitung oder so. Zack. Und ich habe ein Ultra-HD-Bild. Jetzt gehe ich hier auf PlayStation, weil ich jetzt einen anderen HDMI-Kabel genommen habe. Das ist jetzt der HDMI-Kabel, der hier Nummer 1 ist, der direkt zum Fernseher geht. Wenn ich so mache, seht ihr, wird das Bild dunkel. Dann können wir auch gerne, wenn es raus ist, auch nochmal hier zurückgehen auf nicht Fire TV, doch Fire TV. So, Fire TV. Ich gehe hier nochmal raus und gehe nochmal rein und ihr seht, da kommt nichts, dass er jetzt irgendwie für UHD vorbereitet wird. Und wenn ich jetzt Pause drücke und sage Infotaste, habe ich auch nur ein 1080p Bild. Ich mache jetzt ganz normal, ich mache gar nichts, ich gehe nur raus. Und stecke jetzt wieder den ersten, der mit unserem HD 4K-fähigen Gerät verbunden ist, wieder rein. Das ist hier der, der direkt zum Fernseher geht. Zack. Jetzt leuchten ja natürlich alle. Jetzt wird das Bild kurz schwarz. Bumm, ist wieder da. Jetzt drücke ich ganz normal hier wieder auf Fortsetzen. Und für 4K-Wiedergabe wird vorbereitet. Und schon haben wir ein 4K-Bild. Das war es auch schon. So einfach ist das. Warum will ich meinen Ton abgreifen, habe ich euch erklärt, weil ich den auf der Anlage haben will. Und die neue Amazon Fire TV Box 4K hatte leider keinen optischen Ausgang. Hiermit könnt ihr das umgehen, dass ihr praktisch das auch über ein Matrix laufen lassen könnt oder über einen anderen, der jetzt ja praktisch euch den Ton abgreift. Ein Grabber oder was weiß ich oder irgendwas dergleichen. Einfach bum bum und ihr habt dann einen Grabber und HDMI drin, andere Seite einen optischen Kabel drin, fertig ist. Hatte ich auch schon mal ein Video vorgestellt, wie man aus einem HDMI den Ton abgreifen kann. Das ist jetzt für 4K. Und ihr könnt auch das 4K-Signal auf 2 Fernseher gleichzeitig weiterleiten, beziehungsweise 2 Monitore, habe ich euch ja auch gerade gezeigt. Weil die Fire TV Box erkennt das, wenn das Endgerät nicht 4K-fähig ist, was wir jetzt ja umgangen haben, weil wir ein Endgerät haben auf 1, was 4K-fähig ist, wird der andere logischerweise auch gleich in 4K ausgegeben. Wenn das halt so ist, dass man das erst über Matrix macht und dann zum Fernsehen, dann sagt die Fire TV Box, nö, 4K, warum, weshalb, was willst du damit? Du hast kein 4K-fähiges Gerät, weil das nur durchgeschleift wird. Da ist nämlich, Information kommt da nicht zurück. So, das soll es jetzt aber auch wirklich gewesen sein. Ich verabschiede mich. Peace, ahoi, sagt euer Odin.